Literatur im Foyer mit Anja Höfer. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Hause und hier im Theaterhaus in Stuttgart. Literatur zur Mitternacht. Heute, wie Sie sehen, nicht mit Thea Dorn. Thea Dorn ist leider kurzfristig erkrankt. Ich werde sie heute Abend nach Kräften vertreten. Und ich freue mich sehr auf meine Gäste. Auf Clemens Meyer, der in seinem Erzählband Die Nacht, die Lichter von Menschen in der Nacht und im Schatten des Lebens erzählt. Außerdem ist Jenny Erpenbeck zu Gast. Heimsuchung heißt ihr Roman. Und in ihm spiegelt sich meisterhaft verdichtet ein Jahrhundert deutscher Geschichte. Jetzt geht es aber erstmal in die Gegenwart, in ein Land im Ausnahmezustand. Nachricht an alle heißt der neue Roman von Michael Kumpfmüller. Und ihn begrüße ich jetzt ganz herzlich. Nachricht an alle beginnt mit einer Katastrophe. Die Tochter der Hauptfigur ist Selden, ein Politiker, die Tochter kommt bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Selden ist Innenminister in einem westlichen Land und in diesem Land geht es alles andere als beschaulich zu. Alles scheint irgendwie aus den Fugen zu geraten. Es gibt Streiks, es gibt Unruhen in den Vorstädten. Es gibt Attentate, also ein Katastrophenszenario. Und eingewoben in dieses düstere Szenario werden persönliche Geschichten. Seldens Ehe liegt im Argen. Hannah, eine Journalistin, wird sowas wie seine Haus- und Hof-Berichterstatterin, Reporterin. Es kommt zu einer Affäre. Aber das ist nur eine von vielen Geschichten in diesem Roman. Herr Kumpfmüller, Sie haben einen Politiker, diesen Innenminister Selden, in den Mittelpunkt Ihres neuen Romans gestellt. Selden erinnert ein bisschen an Otto Schily. Es gibt auch die Figur des Kanzlers, der heißt Nick in dem Roman. Der erinnert an Gerhard Schröder. Und nun begegnet man Politikern ja täglich im Fernsehen, aber sehr selten in der Literatur. Was hat Sie denn daran gereizt, einen Roman über Politiker und über Politik zu schreiben? Ja, zunächst mal die Tatsache, dass es das nicht gibt und ich aber andererseits immer gefunden habe, dass, sagen wir mal, meine Generation, also die, die in den 60er Jahren geboren sind oder noch später, eigentlich doch Gewinner eines politischen Systems sind und sich darüber eigentlich wenig Gedanken machen, wie das zustande gekommen ist, dass wir in Europa 60 Jahre Frieden haben, Wohlstand und so weiter und so weiter. Und da war die Idee zunächst mal, ich wollte mal einen Roman schreiben gegen meine eigenen und die allgemeinen Verachtungsgefühle, die man sozusagen der politischen Klasse üblicherweise entgegenbringt. Und da ist der Innenminister zunächst mal die Figur, die das am ehesten auf sich zieht, nicht? Weil der in Deutschland zumal so klassischerweise unter Faschismusverdacht steht. Und was Sie in der Anmoderation gesagt haben, gefällt mir eigentlich nicht so gut, denn ich habe nicht an Schily gedacht und auch nicht an Schröder. Aber die erinnern schon sehr stark daran, die Figuren, wie sie zeichnen. Also zum Beispiel Schröder, der Kanzler profitiert dort auch im Roman von der Flutkatastrophe und solche Sachen. Ja. Das spielt natürlich gut, aber, immer rein, oder? Aber trotzdem ist, glaube ich, die Idee, das ist nicht, ich wollte keinen, und ich habe auch, glaube ich, keinen Schlüsselroman geschrieben, sondern ich habe eigentlich versucht, es sind ja auch Passagen drin, die erinnern eher dann an Frankreich und so weiter, ich habe eigentlich versucht, so einen gesellschaftlichen Zustand Westeuropas irgendwie so zu bündeln. Ja. Ich habe gar nichts dagegen, wenn Sie das an Schily erinnert. Und so weiter. Aber mir ging es da um was Allgemeineres. Also ich wollte keinen Roman schreiben, wo dann jemand sagt, ja, und da meint er jetzt also diese Affäre oder so, sondern da ging es mir um was Allgemeineres. Mhm. Weil ich glaube, dass die, Sie haben das sozusagen dargestellt, als wäre es von der ersten Minute an ein Katastrophenroman. Das ist es ja nicht, glaube ich, sondern, aber verdichtet ist in dem Roman zumindest das Gefühl, dass wir alle haben, dass möglicherweise die Dinge, die uns so sicher schienen, nicht mehr so sicher sind. Und das kann man ja benennen. Das eine ist das, was sozusagen mit dem 11. September verbunden ist.
Und das andere, da gibt es verschiedene Stichworte, da können Sie die Rente nehmen oder meinetwegen jetzt auch Herrn Zumwinkel, nicht? Dass sozusagen die innere Verfasstheit des Staates, also was meine These ist, dass es möglicherweise Triebkräfte dieser müden Demokratien gibt, die sich dazu führen, dass wir uns selber umbringen oder sozusagen das selber alles zum Einsturz bringen. Das Buch beginnt mit einer Katastrophe, ein Flugzeug stürzt ab. Die Tochter kann noch eine SMS an ihren Vater schicken. Die zentrale Frage ist dann auch, die den Roman auch bewegt, war das ein Attentat, dieser Absturz, oder steckt dahinter ein technischer Defekt? Für den, der jemanden verliert, könnte die Frage ja eigentlich egal sein. Nun ist aber der, der seine Tochter verliert, der Innenminister. Für ihn ist es nicht so egal, ob das ein Defekt ist oder ein Attentat, oder? Ja, am Ende ist es, glaube ich, für ihn auch egal, also jedenfalls persönlich. Der Roman klärt es aber relativ schnell. Es ist kein Anschlag, sondern ein banaler Triebwerkschaden. Was ihn daran einerseits zu interessieren hat, ist, dass das dann wieder in der Presse zu Reaktionen führt, dass er ja, so wird ihm unterstellt, natürlich lieber einen Anschlag gehabt hätte, um dann damit Politik zu machen. Ja, es gibt diese sehr zynische Zeitungsüberschrift, Pech für den Innenminister, es war ein technischer Defekt. Ja, genau. Ja. Aber die entscheidende Frage, die sozusagen für den Leser oder für mich sich damit verknüpft hat, ist natürlich, welche Spur hinterlässt sozusagen dieser fast antike Schicksalsschlag, nicht? Also sozusagen hinterlässt es eine Spur, beziehungsweise darf es überhaupt eine Spur hinterlassen? Und die Antwort ist natürlich, so sage ich jedenfalls, natürlich die, dass es keine Spur hinterlassen darf, weil sonst müsste er aufhören, nicht? Er muss das relativ schnell entsorgen, obwohl die Anisha also in dem Roman immer wieder auftaucht, denn sonst würde er nicht weiterarbeiten können. Das trifft natürlich auf, nicht nur auf Innenminister zu wahrscheinlich. Mhm. Ja, das fällt sehr auf, dass er, ja, ist es durch das System auch der Politik, dass er dagegen so völlig immunisiert ist. Also man hat das Gefühl, dass der Tod der Tochter gar nicht richtig an ihn rankommt oder er lässt ihn auch nicht heran. Wie ist das? Ja, das ist sicher beides. Ne? Das ist sozusagen ein Habitus, der sozusagen bis ins Körperliche geht, sowas nicht an sich ranzulassen, sozusagen verschiedene Barrieren zu haben, die sozusagen einen davor schützen, unter den Bedingungen natürlich einer Mediengesellschaft. Ja? Also das spielt in dem Roman natürlich auch eine Rolle, dass ja diese exponierten Politiker, selbst wenn sie es nicht wollen, und dann ist die Frage, was kann man daran verhindern, jedenfalls permanent unter Beobachtung stehen, nicht? Beziehungsweise es ja auch müssen, weil ja Politik, das ist ja auch nichts Neues, in unseren Zeiten zunehmend eben medial ist. Was sozusagen in den Medien nicht vorkommt, gibt es nicht. Es trifft sogar auf Schriftsteller zu. Nicht? Ein Schriftsteller, der nicht im Fernsehen ist und keine Lesung hat, den gibt es auch nicht. Ne? Also es gibt ja nur das, was irgendwie ja abgebildet ist. Und das, damit schlägt er sich natürlich auch rum. Ja, für diesen Satz, was nicht in den Medien existiert, das gibt es nicht. Da haben Sie auch ein sehr, ja, ein starkes Bild gefunden, nämlich eben kurz nachdem er diese SMS bekommen hatte, Innenminister, fängt er natürlich an, was jeder machen würde, fängt an, im Fernsehen rumzuseppen und zu schauen, wird irgendwo von einem Flugzeugabsturz berichtet. Ist es wahr. Und zunächst findet er gar nichts, findet keine Berichte. Und in dem Moment glaubt er natürlich, es hat nicht stattgefunden. Ja, und der Apparat ist auch auf jeden Fall, also sein Apparat, der Ministerielle, der ja auch Informationen hat, denkt man, ist natürlich langsamer als die Medien. Am Ende erfährt er es natürlich aus den Medien, ja. So wie wir alle, ich meine, jeder kann ja heutzutage sagen, was war am 11. September, dann sagt er ja immer, wo hat er es zum ersten Mal im Fernsehen gesehen, nicht? Ja. Ist ja klar. Ist der ganze Roman ja irgendwie von Katastrophen durchzogen, aber diese Katastrophen, die bleiben alle so ein bisschen eigentümlich diffus. Es gibt Unruhen in den Vorstädten, es gibt Streiks, die eskalieren, es scheint auch Bedrohung durch islamistischen Terror zu geben. Es gibt Tote, aber alles das bleibt diffus und wird immer wieder gefiltert durch politische Rituale, Presseerklärungen, Verlautbarungen, der ganze mediale Apparat. Kommen die Katastrophen auch an uns gar nicht mehr so richtig heran, so ähnlich wie bei Selden auch? Ja, diffus finde ich nicht das richtige Wort, sondern sie sind immer medial vermittelt. Und sozusagen der Roman zeigt, dass auch die Politik natürlich am Ende, da sie ja nicht in der Vorstadt sich aufhält, während Jugendliche Autos anzünden, wie es ein paar Szenen in dem Roman so ist, also ist sie darauf angewiesen, auf gemachte Bilder, auf Fotografien, aufs Radio meinetwegen, aber vor allen Dingen eben auf Fernsehen. Und das gibt der Sache natürlich was,
diffus nennen sie das, was Unwirkliches, was jedenfalls was Distantes. Und der Roman ist aber ja nicht nur, spielt ja nicht nur in der politischen Klasse, sondern zeigt ja auch sozusagen die Leute, die sich unten bewegen, also die das machen. Mhm. Ja? Und da ist das Ganze natürlich nicht mit medialem Blick. Was sie aber meinen ist, und das war auch mit das Schwierigste beim Schreiben dieses Romans, um einen Schlüsselroman zu vermeiden, wo dann nur jeder sagt, ja, ich habe es verstanden, das ist Chili oder nicht, ja, was ja ziemlich langweilig ist, mhm. als Erkenntnisvorgang, habe ich eben versucht, sozusagen so ein Zwischenreich zu beschreiben, das sozusagen alle Elemente der Wirklichkeit, die wir kennen, hat, aber nicht runterzubrechen ist auf Frankreich oder Dänemark oder sonst irgendwas, sondern das ist eben in Westeuropa. Und daher kommt wahrscheinlich dieser manchmal etwas diffuse, wie Sie es nennen, oder jedenfalls seltsame Blick. Aber das wollte ich so. Sie erzählen die Geschichte in vielen Geschichten. Das ist so kaleidoskopartig, könnte man vielleicht sagen, angelegt, nicht linear, aus vielen Perspektiven. Kann man die Katastrophe oder diesen Zustand der Welt vielleicht nur noch so, nämlich perspektivisch erzählen? Wollten Sie sich da irgendwie an... Ja, aber jetzt muss ich erst mal sagen, der Roman ist ganz einfach zu lesen. Also der ist nicht schwierig oder das so, will ich ja? damit ja auch überhaupt nicht gesagt haben. Es ist nur, es gibt wirklich viele unterschiedliche Perspektiven und man kann sie sehr gut nachvollziehen. Genau. Das ist nicht verwirrend, auf keinen Fall. Ne? Nein, also Sie werden immer wissen, wo Sie sind und wer da spricht und so weiter. Ne? Weil das darf man nicht machen. So was Schwieriges machen. Die Multiperspektivität des Romans kommt ganz einfach vor allen Dingen dadurch zustande, dass der Roman darauf achtet, dass es ein Oben und Unten in der Gesellschaft gibt. Ja? Also oben ist die politische Klasse, unten sind die Leute, die dagegen sind, mal sehr vereinfacht gesagt. Und dazwischen sind die Leute, die das kommentieren oder Besserwisser aller Art oder Vernünftige oder so weiter. Und da springt der Roman mit dieser eigentlich einfachen Handlung, die Krise beginnt, geht weiter, hört auf, quasi immer wieder nach oben, unten oder dazwischen. Aber ansonsten ist es ganz einfach. Das kann ich bestätigen, ja, es ist wirklich sehr einfach. Wenn man sich Ihre Romane anschaut, von Hampels Fluchten über Dos bis jetzt, Nachricht an alle, dann fällt einem eine enorme stilistische und inhaltliche Vielfalt auf. Würden Sie trotzdem sagen, es gibt sowas wie eine Schnittmenge bei allen dreien oder sind die alle völlig unterschiedlich? Ja, ich habe natürlich immer das Gefühl, dass ich fange immer von vorne an und das ist auch eine gute Arbeitsanweisung zu sagen, Tabula rasa, man kann nicht das letzte Buch weiterschreiben. Aber zum Beispiel mein Verleger sagt immer, du täuschst dich und das ist, hängt alles zusammen. Ich weiß nicht wie, das ist auch gar nicht meine Aufgabe. Natürlich schreibt es am Ende ein Subjekt, also ich. Und natürlich gibt es da Dinge, ich weiß nicht, ob die sprachlich... Ich habe vor einer Weile mal eine komische Erfahrung gemacht. Hat meine Frau ein Buch gelesen, was vor 25 Jahren für mich sehr wichtig war. Nicolas Born, Die Fälschung. Auch gute Vorbereitung für dieses Buch gewesen. Sehr guter politischer Roman, einer der wenigen, die wir haben. Und dann hat sie, als sie es zum ersten Mal las, gesagt, ja, die bestimmte Satzbauteile und die Grammatik bei Born, die hast du 25 Jahre später, ohne es zu wissen, hat dich das offenbar ganz stark beeinflusst, nicht? Also kurzum, darüber weiß man als Autor sehr wenig, aber es wird schon so sein, dass die irgendwie zusammenhängen. Mhm. Aber für mich ist es eigentlich wichtiger zu sagen, ich mache auch für das nächste Buch wieder was, worüber ich nichts weiß, alles neu, dann, sonst wird es langweilig. Gibt es da schon einen Plan fürs nächste Buch? Aber ja, aber den sage ich natürlich nicht. Na gut, dann warten wir ab und lesen so lange dieses Kumpf-Müller-Buch Nachricht an alle, erschienen bei Kiepenheuer und Wirtsch. Vielen herzlichen Dank, Michael Kumpf-Müller. Und weitere Buchempfehlungen in Kurzform gibt es jetzt erstmal in der SWR-Bestenliste, die Plätze 10 bis 6. Jeden Monat geben 30 Literaturkritiker den neu erschienenen Büchern Punkte, denen sie die meisten Leser wünschen. Die SWR-Bestenliste Februar, Platz 10 bis 6. Platz 10. Andrew Delbenko, Melville, Karl-Hanser Verlag. Eine weit gespannte Biografie über den Erfinder von Moby Dick, dem weisesten aller weißen Wale, die jemals die Weltmeere durchkreuzt haben. Moby Dick, ein wirkliches Schicksalsbuch, nicht nur für den Wal und seine Jäger, sondern auch für seinen Autoren, der ein Fiasko in der Kritik und einen gewaltigen finanziellen Misserfolg erleben musste.
Platz 9, Hanna Krall, Herzkönig, Verlag Neue Kritik. Herzkönig ist ein Lebensbericht von 100.000 ähnlichen Lebensberichten, den aber nur Hanna Krall so gnadenlos nüchtern auf engstem Raum erzählen kann. Schicksale vor dem Vergessen zu bewahren, ist Hanna Kralls Lebensaufgabe, schreibt Jurymitglied Verena Offermann. Platz 8, Dietmar Dath, Waffenwetter, Surkamp Verlag. Opa und Enkelin im Kampf gegen das globale Böse. Das Ziel ihrer politischen Expedition an den Nordpol, die größte Hochfrequenzanlage der Welt, ein Geheimprojekt des amerikanischen Militärs, um das Wetter zu manipulieren. Können der Kommunist Konstantin und Claudia die gefährlichen Technokraten stoppen? Platz 7. Ulf Stolterfurt. Holzrauch über Heslach. Urs Engeler Editor. Autobiografisches Großgedicht, das der Konfrontation zweier Welten entspringt. Der schwäbischen Heimat Heslach, einem Stadtteil von Stuttgart, und dem Gelesenen und Gehörten, Helmut Heißenbüttel, Ezra Pound, Johann Fischart, Captain Beefheart. Platz 6. Georges Yvernaud, Der Viehwaggon, Surkamp Verlag. Eine Entdeckung aus dem Jahr 1953. Der zweite und wegen Erfolglosigkeit zugleich der letzte Roman Yvernauds. Nach 5 Jahren in deutscher Kriegsgefangenschaft kehrt der Held wie auch sein Autor nach Frankreich zurück. Der Mythos der Résistance entsteht. Alle waren dabei. Keiner kollaborierte mit den Nazis. Yvernauds Held spielt nicht mit. Fortsetzung folgt. Und ich begrüße jetzt meinen zweiten Gast. Herzlich willkommen, Jenny Erpenbeck. Jenny Erpenbeck hat einen Jahrhundertroman geschrieben. Ein Roman des 20. Jahrhunderts auf 189 Seiten. Nominiert ist er für den Preis der Leipziger Buchmesse. Im Mittelpunkt steht nicht wie üblich eine Familie, sondern ein Haus. Es steht am größten See der Mark Brandenburg, am Scharmützelsee, der auch das Märkische Meer genannt wird. Das Haus wird wohl in den 20er Jahren von einem Berliner Architekten erbaut. Dieser Architekt wohnt auch selbst drin. Er hat jüdische Nachbarn, die in den 30er Jahren nach Südafrika auswandern. Er übernimmt dann deren Grundstück. Die Eltern des jüdischen Paares, die bleiben in Deutschland. Sie werden von den Nazis ermordet und auch Doris, die kleine Nichte, wird im Warschauer Ghetto entdeckt und umgebracht. Nach dem Krieg übernimmt dann ein Schriftsteller-Ehepaar das Haus. Die beiden kommen aus der Emigration, aus der Sowjetunion zurück. Und sie bekommen Ärger mit einem jungen, karrieresüchtigen Berliner Arzt, der versucht nämlich mit seinen Seilschaften ein Stück von ihrem Grundstück zu bekommen. Am Ende, nach der Wende, versuchen die Erben des Architekten, das Haus wieder zu bekommen. Aber wie das mit Erben oft so ist, sie können sich nicht einigen. Das Haus verfällt, es wird verkauft und dann abgerissen. Und genau da, so heißt es an dem sehr schönen Schluss, gleicht die Landschaft für einen kurzen Moment wieder sich selbst. Der Titel Heimsuchung. Der spielt ja so ein bisschen mit der Zweideutigkeit von Heimat. Also man wird heimgesucht von eher negativen Dingen, von Erinnerungen, von Katastrophen. Aber hier klingt natürlich auch die Suche nach einem Heim oder die Suche nach Heimat an. Kann man sagen, dass Heimsuchung ja gleichzeitig nach Bedrohung, aber auch nach einer gewissen Sehnsucht klingt? Naja, also ich selbst empfinde es irgendwie so, dass ich eigentlich erst in dem Moment über Heimat angefangen habe nachzudenken, als für mich das, was wahrscheinlich meine Heimat war, die DDR, im Guten wie im Schlechten verschwunden ist. Und in dem Sinne ist es natürlich dann auch eine Heimsuchung, dass die Dinge, die man nicht mehr hat, einen verfolgen und man eigentlich zurück will in eine Zeit, die man kennt oder die einem vertraut ist, ohne dass man das jetzt dadurch werten würde. Einfach nur, dass man so das Gefühl hat, da ist man zu Hause oder da ist die Kindheit gewesen, da sind die Dinge, die man wirklich gut kennt. Und mir geht es so, dass ich gedacht habe, auch eine schöne Kindheit kann einem noch im Nachhinein über den Kopf wachsen und sich sozusagen als Gefängnis entpuppen. Was verbinden Sie denn selber mit Heimat? Sie haben gerade erwähnt, die DDR ist eigentlich Ihre Heimat? Kann man so sagen, ja. Ich bin da aufgewachsen und ich denke, so ein
so ein Land prägt einen und auch die, also es fängt beim Alltag an, es geht über die Tütensuppen, die Butterstücke, Trabant und sonst was, bis nach hinten natürlich hin zu den Dingen, die man gelesen hat, auf die man sich bezogen hat, Ernst Busch, solche Leute, die so Bezugspunkte waren, die natürlich mit dem gesellschaftlichen Wechsel andere geworden sind. Mhm. Und ja, sicher ist man dadurch geprägt. Heimat haben Sie jetzt eher so als Zeitbegriff ein bisschen genannt oder auch Dinge, an die Sie sich erinnern. Spielt der Ort auch eine Rolle? Gibt es auch einen Heimatort bei Ihnen? Naja, das, was ich als mein Heimatort bezeichnen würde, ist wahrscheinlich das Haus, was die Vorlage für das Buch auch gegeben hat. Dieses Haus am See. Das Haus am See. Und ich bin zwar in der Leipziger Straße in Berlin aufgewachsen, in so einem Hochhaus, aber immer wenn ich an meine Kindheit denke, denke ich eigentlich an diese Landschaft dort. Mhm. Und habe immer das Gefühl, dass ich da eigentlich hingehöre, obwohl das irgendwo mitten auf dem Dorf ist. Für die Figuren des Romans, was bedeutet für die Heimat? Auch dieses Haus, wird das auch für die zu einem Stück Heimat? Naja, für mich war wichtig, dass die Figuren in dem Buch alle auf unterschiedliche Weise kommen und gehen. Jeder sucht was anderes an dem Ort. Natürlich gibt es sozusagen die, die verbindende Suche nach der Idylle, nach der Weltabgeschiedenheit, nach der Ruhe. Nach der reinen Erholung, ohne Arbeit, teils auch mit Arbeit. Aber was mich interessiert hat, war, dass durch dieses Haus und durch dieses Grundstück hindurch die Wege auf sehr verschiedene Art fortführen. Manche flüchten, manche sterben, manche verlieren jemanden, den, den sie geliebt haben, der mit dem Grundstück verbunden ist, manche gehen einfach nur schließen ab. Also das Gehen ist ein sehr, sehr unterschiedliches und auch die Wünsche, die sich mit diesem Ort verbinden, sind sehr verschieden. Und ich habe versucht, viele Aspekte von Heimat, die für mich zu dem Begriff gehören, hier zu beschreiben. Und eben auch viele Verluste gehören ja dazu. Ist das so ein bisschen ja, prototypisch auch für dieses Jahrhundert, dass es um Heimatlosigkeit auch vor allem geht, um Verlust von Heimat? Naja, mir ist klar geworden, dass also der Wunsch zu bleiben ist eigentlich die einzige Konstante. Das Bleiben findet eigentlich nicht mehr statt. Und in dem Moment, wo man auch mal den Blick sozusagen ein bisschen weitet und zurücktritt und auf die anderen, also vom eigenen Schicksal sozusagen wegschaut, auf die anderen Leute, die gekommen und gegangen sind, wird einem auch klar, dass es, wie soll ich denn sagen, in der Chaostheorie gibt es ja so einen Satz, wenn sich an der einen Stelle die Ordnung vergrößert, wächst in einem benachbarten System die Unordnung. Und so in dem Sinne ist klar, dass praktisch die Idylle des einen auf Kosten des anderen geht. Sie erzählen das 20. Jahrhundert nicht, wie viele andere, etwa als Chronik einer Familie, sondern anhand eines Hauses. Wie kamen Sie darauf, ein Haus zum Protagonisten Ihrer Geschichte zu machen? Naja, ich bin eigentlich durch den Verlust dieses Hauses zunächst mal auf die Idee gekommen, ein Buch zu schreiben, was eigentlich im Zentrum eine Figur gehabt hätte, die sich in diesem inzwischen leeren Haus einnistet. Ich habe dann, als ich mich mit dem realen Haus befasst habe und mal ein bisschen genauer nachgefragt habe, was da eigentlich so noch vorher war, was für Leute da waren, aus welchen Gründen die eigentlich nicht mehr da sind und so, bin ich ziemlich schnell auf diese ganzen anderen Geschichten gestoßen. Und ich wollte überhaupt jetzt nicht die Chronik des 20. Jahrhunderts schreiben. Ich habe wirklich gedacht, ich möchte einfach wissen, was waren das für Leute, die da waren. Und wollte auch untersuchen, wie sich zum Beispiel Gerüchte verhalten oder wie Gerüchte entstehen. Also ich habe das Buch ja auch in einzelnen Geschichten erzählt. Also über, über die Figuren, die mir wichtig erschienen sind, gibt es immer einzelne Kapitel. Und man kriegt dann irgendwie auch, also oder ich hatte halt die Möglichkeit, es so zu machen, dass der eine was erzählt, der andere was erzählt und man sieht, dass die Wahrheit dazwischen liegt zum Beispiel oder dass auch die Wahrheit in der einen Geschichte steckt und das Gerücht in der anderen und solche Dinge. Und ich habe dann einfach versucht, den Dingen zu folgen, die, die mir als, als Material sozusagen zugekommen sind dann in der Beschäftigung mit dem Stoff.
Am Ende des Buches haben Sie eine lange Danksagung an sehr viele Archive, die Ihnen dieses Material zur Verfügung gestellt haben. Wie haben Sie da genau recherchiert? Auf was sind Sie da gestoßen? Ach naja, ich habe auf verschiedene Art recherchiert. Also ich hatte ja die wunderbare Möglichkeit, plötzlich die Erben, die das reale Haus zurückbekommen haben, anzurufen und zu sagen, ich schreibe jetzt ein Buch und möchte gerne mit Ihnen sprechen. Und dann sind so Dinge passiert, dass plötzlich eine 80-jährige Frau saß und die gleichen Kindheitserinnerungen hatte wie ich. Und solche Dinge haben mich interessiert. Und da habe ich auch versucht, mich sozusagen dann vom Realen wegzubewegen. Also ich habe dann viele Dinge immer wiederkehren lassen als Motiv und das sozusagen musikalisch gebaut auch irgendwie. Und ich habe dann also Archiven recherchiert, habe die Geschichte dieser jüdischen Familie gefunden, habe auch mich mit den zwei Überlebenden dieser Familie getroffen, zwei Schwestern, und habe mit denen Gespräche geführt, bin nach Guben gefahren und solche Sachen. Und für mich war sozusagen das Material, also das reale Material, immer der Ausgangspunkt, und hat mir sozusagen, also von dem konkreten Material ausgehend, habe ich versucht, eigentlich diese Vergänglichkeit anzuschauen und auch diese Abschiede anzuschauen und diesen Blick auf dieses Grundstück sozusagen nachzuempfinden. Mhm. Sie haben gerade gesagt, Sie haben das Buch so ja, musikalisch aufgebaut. Und ja, man kann fast sagen, wie so einzelne Motive sind den einzelnen Personen auch, die haben alle ein bestimmtes Verhältnis zur Zeit, fällt einem beim Lesen so auf. Also ja, dass eben einzelne verschiedene Konzepte von Zeit den einzelnen Personen zugeordnet werden. Die Zeit spielt schon in diesem Prolog des Buches eine Rolle, wo es ums Erdzeitalter geht, wie beschrieben wird, wie dieser See entsteht. Und diese wunderbare Figur des Gärtners zum Beispiel, der lebt ja so ja sozusagen in Naturzyklen. Dann gibt es dieses kleine Mädchen, das mit 12 Jahren schon unglaublich alt ist. Spielt das eine große Rolle, diese Zeitmotivik für Sie in dem Buch? Naja, mich hat es gereizt, dass ich verschiedene Maße anwenden kann. Also, dass ich einmal so einen ganz großen Blick habe auf diese Naturgeschichte, die natürlich irgendwie diese individuellen Schicksale vollkommen nivelliert. Also, wenn man jetzt nur die Eiszeit anschaut, dann ist dieses 20. Jahrhundert vollkommen belanglos. Wenn man aber reinschaut in die einzelnen Schicksale, sind manche Dinge so schrecklich, eigentlich wie sie nur sein können. Und mich hat es gereizt, dass man durch diese verschiedenen Blickwinkel auch plötzlich, wie soll ich sagen, man hat den Schrecken und man hat die Gleichgültigkeit dem Schrecken gegenüber gleichzeitig da. Und das ist so eine Sache, die sich nicht auflöst und die ich auch gar nicht auflösen kann. Und ich hatte auch so die Möglichkeit, in einer Geschichte einen Zeitraum von 30 Jahren zu erzählen und dann nochmal sozusagen näher ranzugehen und vielleicht einen Tag in diesen 30 Jahren nochmal in einer anderen Geschichte aus einem anderen Blickwinkel zu erzählen. Sodass man immer, also manche Dinge einem bekannt vorkommen, manche Dinge genauer angeschaut werden und die sich gegenseitig eben auch so kommentieren. Mhm. Also die Zeit ist ein sehr zentrales Motiv. Ein anderes ist das Verstecken. Auch dass sich verstecken müssen. Es werden immer wieder Dinge versteckt, es werden welche verbuddelt auf dem Grundstück. 1945, die Frau des Architekten versteckt Sachen, er selber, der Architekt, vergräbt Sachen beim Weggang aus der DDR. Und er legt sogar, was ich sehr schön finde, diese Idee, er legt künstliche Verstecke im Haus sogar an. Er konstruiert kleine Kammern und so. Und er tut das, um seiner Frau ein Vergnügen zu machen. Also das Verstecken ist auch ein ganz wichtiges Motiv in dem Buch, oder? Naja, die Verstecke, die bekommen auch eine Geschichte natürlich. Mhm. Und die Geschichte dieser Verstecke, die zum Teil nochmal verwendet werden und nochmal, hat natürlich auch damit zu tun, was wird für wertvoll gehalten, was wird versteckt. Und was passiert zum Beispiel, wenn jemand was für ihn Wertvolles einbuddelt und 50 Jahre später irgendwelche Kinder das ausbuddeln, für die es gar keinen Wert hat, und die buddeln wieder ihre Schätze ein. Und es ist sozusagen auch eine Frage danach, was ist eigentlich wirklich wertvoll, was will man bewahren und für wen will man es bewahren? Will man es jemals wieder ausgraben oder rechnet man eigentlich damit, dass man für immer geht? Solche Fragen. Mhm. Sie schreiben in dem schmalen Band, 189 Seiten, über die großen Ideologien, über den Kommunismus, den Nationalsozialismus, der Holocaust kommt vor. Wie leicht oder wie schwer ist es Ihnen gefallen, ja diese großen, monströsen Begriffe
zu Geschichten im Kleinen, zu diesen Einzelschicksalen zu verdichten. Also stelle ich mir wahnsinnig schwer vor. Naja, aber es ist sehr gut gelungen. Der Weg ist sozusagen umgekehrt, deswegen ist die Frage, die ist falsch rumgestellt. Okay. Weil ich fange ja nicht beim Großen an und überlege, wie kriege ich das in 10 Seiten. Sondern ich will 10 Seiten schreiben und den Rest schreibe ich vielleicht noch irgendein andermal, wenn überhaupt. Ich bin ja von konkreten Dingen ausgegangen und natürlich kommen große Vorgänge auch in diese privaten Lebensläufe rein, aber es ist auch in diesen privaten Lebensläufen genug enthalten, auch an Problemstellungen, ob das jetzt die Immigrantin ist, die in der Sowjetunion eigentlich mit ihrer, also quasi Angst haben muss vor ihren eigenen Genossen. Und dann plötzlich nach ihrer Rückkehr sich auf der Seite der Regierung wiederfindet, obwohl sie eigentlich ihr ganzes Leben lang in Opposition war. Und plötzlich ist sie auf Regierungsseite und führt plötzlich ein ganz anderes Leben, solche Dinge. Und diese Sachen haben mich ganz konkret interessiert. Ich habe jetzt nicht versucht, die ganze kommunistische Ideologie in 10 Seiten reinzuquetschen. Ja, das wäre ja auch verheerend wahrscheinlich. Das wäre furchtbar. Ich habe schon versucht, das genau zu beschreiben, was ich an der oder an der oder an der Figur interessant finde. Und auch diese Befangenheit im eigenen Denken, die innerhalb der Leben komplex ist, aber wenn man von außen drauf schaut, noch mal einen anderen Platz hat. Mhm. Es wird gerade ja sehr viel diskutiert über den Roman Die Wohlgesinnten von Jonathan Littell und aus diesem Anlass auch wieder mal über die Frage, ob man sich dem Holocaust fiktional nähern kann oder darf. Der wird bei Ihnen ja auch so punktuell, blitzt es auf. Wie ist da Ihre Haltung zu dieser Frage? Naja, ich habe eigentlich diese Geschichte dieses Mädchens vor allen Dingen als, soll ich sagen, als absoluten Nullpunkt gegen die Landschaft gesetzt, wo alles da ist. Also dieser Weg, den das Mädchen geht, die zunächst in einem Versteck ist, wo sie nichts mehr sieht und nichts mehr hört, ist für mich so ein Gegenbild auch zu diesem sehr angefüllten Ort, der voller Natur, voll Blätter, Wasser, Dinge ist, die man anfassen kann, die man hören kann und sehen kann. Und für mich war das der Weg, der am weitesten wegführt von der Heimat und auch am engsten damit verbunden ist, weil sozusagen die Utopie am größten ist. Und auf die Weise habe ich es versucht zu beschreiben. Ich fand es auch schwer, weil natürlich jeder alles Mögliche über die Zeit weiß. Und die Frage ist auch immer, ob man einen Unterhaltungswert daraus beziehen darf, dass man sowas schildert, was eigentlich, eigentlich nicht sehr unterhaltend ist. Andererseits kann man keinen Roman, wenn man über das 20. Jahrhundert in Deutschland schreibt, wahrscheinlich schwierig kann man das ausblenden. Das war Ihnen sicher wichtig. Naja, außerdem, das Mädchen hat es wirklich gegeben und für das Mädchen ist es ja das konkrete Leben, was es gehabt hat. Mhm. Also es ist ja, so schrecklich es ist, trotzdem das eine konkrete Leben, was dieses Mädchen hatte. Und es wäre auch falsch, es nicht zu erzählen, denn es ist genauso wirklich wie die anderen Leben, die in dem Buch auch vorkommen. Am Ende Ihres Romans, da wird dann an der Stelle des alten Hauses wieder ein neues entstehen. Dazwischen scheint noch einmal die unberührte Naturlandschaft für kurze Zeit auf. Könnte man aus Ihrem Roman lernen, dass wir vielleicht zu große Ansprüche an die Heimat haben, weil wir sie sozusagen für immer und für ewig wollen, was aber nicht geht? Naja, es wäre schön, wenn man lernen könnte, selber einen größeren Abstand zu seinem eigenen Leben zu haben. Aber wahrscheinlich gehört das zum Menschsein dazu. Es sei denn, man wird, was weiß ich, Buddhist oder sowas, wozu ich nicht neige. Aber sicher, man sollte manche Dinge relativer anschauen oder auch ins Maß setzen. Aber wie soll ich sagen, der Reiz besteht ja auch in der unvernünftigen Leidenschaft, die man für Orte hat. Und auch, es geht ja hier auch nicht um Besitzdenken im finanziellen, im Geldsinne, sondern es geht ja wirklich um diese Frage, wo ist man zu Hause und wo würde man gern für immer bleiben. Mhm. Vielen herzlichen Dank, Jenny Erpenbeck. Danke. Heißt der Roman von Jenny Erpenbeck und ist bei Eichborn Berlin erschienen. Und jetzt nochmal der Blick auf die SWR-Bestliste und auf die Plätze 5 bis 1. Die SWR-Bestenliste Februar.
Platz 5 bis 1. Platz 5. Wassili Großmann. Leben und Schicksal. Klasen Verlag. Leben und Schicksal des Volkes, das sein Land vom narzisstischen Aggressor befreite und das der nach der kriegsentscheidenden Wende von Stalingrad zu scheinbarer Allmacht erstarkten Stalin-Diktatur unterlag. Am Beispiel und aus der Perspektive zahlreicher Personen, die alle Schichten und Kreise der Sowjetgesellschaft repräsentieren, zeigt Wassili Großmann in seinem bitteren Epos, dass es kein richtiges Leben im Falschen geben kann. So Jurymitglied Wolfgang Wirth. Platz 4. Mircea Cărtărescu. Die Wissenden, Czolnoi Verlag. Ein Großwerk der rumänischen Literatur, 1996 im Original erschienen. Ein Epochengemälde, eine Familiengeschichte, in deren Zentrum die Stadt Bukarest steht. Als surrealistische Traumlandschaft, die es zu entziffern gilt. Platz 3. Richard Yates, Verliebte Lügner, Deutsche Verlagsanstalt. Der zweite Band mit Kurzgeschichten des 1991 verstorbenen amerikanischen Schriftstellers. Erzählungen von den Schattenseiten des amerikanischen Traums. Platz 2. Hans Magnus Enzensberger, Hammerstein oder Der Eigensinn, Surkamp Verlag. Kein Roman, sondern eine historische Dokumentation über ein Leben im Eigensinn. Der rote General Kurt von Hammerstein ist Ende der Weimarer Republik der höchste Militär. Als Hitler zur Macht kommt, machen Putschgerüchte die Runde. Im Februar 1933 präsentiert der neue Machthaber den oberen Militär seine Kriegspläne im Klartext. Nach kurzer Zeit tritt von Hammerstein zurück. Platz 1. Peter Handke. Die Moravische Nacht. Surkamp Verlag. Handke hat Vergnügen daran gefunden, sich von außen zu betrachten und mitunter zu lächeln über das, was er da sieht. Die Moravische Nacht ist der Versuch eines Dichters, mit sich und der Welt ins Reine zu kommen. Für jemanden, der den Streit oft mehr zu lieben schien als den Frieden, ist das erstaunlich gut gelungen, meint Jurymitglied Hubert Spiegel. Das war die SWR-Bestenliste und die Bücherliste zur Sendung können Sie anfordern beim SWR-Zuschauerservice Literatur im Foyer 76522 Baden-Baden oder auch im Internet unter swr.de/literatur im Foyer. Und jetzt begrüße ich ganz herzlich Clemens Mayer. Hallo. Hallo. Die Nacht, die Lichter ist ein Band mit Erzählungen. Auch er ist übrigens nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse. Erzählungen oder besser Stories, so steht es auch auf dem Titel, da kommen wir gleich noch drauf. 15 solcher Stories sind im Buch versammelt und sie alle erzählen von Schattenmenschen. Menschen, die am Rand stehen, die oft auch im ganz wörtlichen Sinne im Dunkeln stehen. Darunter ein Junkie, ein talentloser Boxer oder ein berühmter Maler, mit dem es zu Ende geht. Herr Mayer, ich habe gelesen, Sie haben einen Rottweiler-Dobermann zu Hause. So einer spielt auch in einer Ihrer Geschichten eine Rolle. Ein Hartz-IV-Empfänger riskiert auf der Rennbahn sein letztes Geld, um eine teure Operation zu finanzieren für seinen Hund, der sonst nicht mehr lange leben würde. Würden Sie das auch für Ihren Hund tun? Ja, sicher. Ich gehe aber auch so auf der Rennbahn, ohne dass mein Hund krank ist. Und ich hatte das Glück, früher, als er mal krank war, mir das zusammenborgen zu können. Aber man steht da tatsächlich vor Problemen. Muss man ein paar tausend Euro, damals waren es noch Mark, auftreiben, um das Tier sozusagen zu retten. Aber klar, wer so lange mit dem Hund, ich lebe 10 Jahre mit dem Hund zusammen, so lange dauern manche Ehen nicht. Nicht mal ein Fünftel der Zeit. Und da macht man natürlich einiges um den Hund, dass es ihm gut geht. Und es geht ihm im Moment gut? Naja, er hat jetzt, wo ich hier nach Stuttgart komme, er hat jetzt 2 Tage nicht gekackt. Darf man das sagen im Fernsehen? Ich dachte, jetzt geht's zu Ende. Und heute früh fahre ich nach Stuttgart und ich wusste nie, was ich machen sollte. Da erbrach er sich gewaltig kotzte bestimmt 10 Möhren aus, die er irgendwo bei mir stibitzt haben muss. Das ist ihm nicht bekommen. Also ich dachte, es geht zu Ende, aber es waren nur die Möhren. Also, ja, also eine Operation wird man vermeiden. Ich warne vor vegetarischer Ernährung. Eine Operation wird man hoffentlich vermeiden können bei dem armen Hund. Er hatte vor kurzem schon einen Darmverschluss, aber das führt jetzt zu weit. Ja, also wir sind ja nicht hier in der Tiersendung oder so. Genau. Wir müssen über Ihre anderen Geschichten reden.
15 Geschichten sind, Stories sind in dem Buch versammelt. Wussten Sie bei allen Stoffen gleich, das ist was für die kurze Form? Oder haben Sie auch bei der einen oder anderen gedacht, das könnte auch ein Roman werden, das könnte länger werden? Bei der Geschichte über den Maler, was übrigens nicht, wie ich das schon häufig in Zeitungen gelesen habe, ein Immendorf-Alter-Ego ist, sondern angelehnt an einen Freund von mir, der mich auch porträtiert hat, der Berliner Maler Herbert Volkmann, ein fantastischer Maler. Man muss allerdings kurz, darf ich einschieben, die Parallelen sind manchmal sehr stark. Es geht um eine luxuriöse Hotelsuite, es geht um Freundinnenmädchen, es geht also um Kokain. Das kam ja erst in der Spätphase von Immendorf, wo er schwer krank war, wo er eigentlich tödlich krank war und ich das auch verstehen kann, dass man dann sowas macht. Mhm. Aber wir wollen jetzt auch nicht über Herbert Volkmann reden, aber eigentlich ging es ja darum, Sie fragten... ob das ein Romanstoff wäre. Und diese eine Geschichte, da habe ich wirklich gedacht, weil sein Leben, und das ist ja auch nur angelehnt, das ist ja nicht 1:1, das ist auch nicht 100%. Ich habe einiges übernommen und einiges hat mich inspiriert, einiges und vieles habe ich mir ausgedacht. Und da habe ich wirklich gedacht, Mensch, das könnte eigentlich ein Roman sein. Dann habe ich aber gemerkt, dass in dieser Kürze, sein Leben läuft an ihm vorbei, er liegt im Sterben, eine Überdosis, und kriegt zum Telefon im Hotelzimmer und plötzlich werden seine Bilder lebendig und stehen vor ihm, seine Figuren, die er erschaffen hat, und sein Leben läuft an ihm vorbei, also im klassischen Sinne schon. Und da dachte ich eigentlich, nur auf diesem kurzen Raum kann es diese existenzielle Kraft entwickeln, die ich der Geschichte geben wollte. Mhm. Geschichten, Stories steht auf dem Titel. Warum Stories? Ist das eine bewusste Anlehnung an die amerikanische Tradition? Fällt einem natürlich Hemingway ein oder Raymond Carver. Also ganz bewusst dieser Ausdruck. Ja, auch. Ich wollte auf gar keinen Fall, dass da Erzählung steht. Ich mag diese typisch deutschen, schwerblütigen Erzählungsbände. Das ist nicht das, was ich mit einer Erzählung oder einer Kurzgeschichte verbinde. Stories auch deshalb... Und auch mit IE und nicht mit Y, wie das mittlerweile ja sogar im Duden steht. Also ich kann damit nichts anfangen. Ich tendiere dann immer dazu, das wie ein Y zu lesen, Stories. Aber es sind ja wirklich Stories mit IE. Eine Story deshalb auch, weil ich auch versuche, also mir ist wichtig, dass was passiert. Dass eine Rasanz vorhanden ist, dass eine Dramatik vorhanden ist. Und das assoziiere ich eigentlich in erster Linie mit dem Begriff Stories. Deshalb Stories und Nichterzählungen und auch nicht Kurzgeschichten. Weil manche Geschichten oder manche Stories wirklich auch länger sind. Bis zu 30, über 30 Seiten teilweise. Mhm. Die Figuren, die Sie schildern, die befinden sich fast alle in einer großen Einsamkeit. Ist das für Sie eine allgemein menschliche Situation oder hängt das in dem Fall auch mit dem sozialen Milieu zusammen? Die haben ja alle wenig Geld, wir haben es gerade gehört, Geld, Arbeit. Die sitzt im Dunkeln, weil ihr der Strom abgedreht worden ist. Also hängt diese Einsamkeit doch eher mit dem Milieu, mit der Lebenssituation zusammen? Also es ist ja nicht ein bestimmtes Milieu. Mhm. Also dass jemandem das Strom abgestellt wird, das kann jedem passieren. Das kann den arbeitslosen Professor passieren, der die Rechnung nicht bezahlt. Das kann auch mir passieren, ist mir auch schon passiert, ist allerdings schon ein paar Jahre her. Und das kann jedem passieren, der aus irgendeiner Situation in meinetwegen der Arbeitslosigkeit oder Hartz IV gerät und plötzlich kein Geld mehr hat, um seine Rechnung zu bezahlen. Also ich kenne die Zustände oft bei den Stadtwerken Leipzig und da ist immer großer Andrang, an bestimmten Tagen, wenn man da seine Rechnung in bar bezahlen kann und auch dafür sorgt, dass der Strom wieder angestellt wird. Also es ist nicht unbedingt eine Milieufrage, aber... Aber was vereint diese Figuren vielleicht doch? Was vereint die Figuren bei all ihrer Unterschiedlichkeit? Der Maler, und dann gibt es auch einen Lehrer. Man sagt ja immer, ich würde so Unterschicht und so. Lehrer, ja, das ist dieser dicke Mathelehrer, der sich unglücklich in eine sehr kleine Schülerin, aber ganz unschuldig in sie verliebt. Ja, möglicherweise hat er auch bloß Vatergefühle für sie. Hm. Aber vielleicht liebt er sie auch, ich weiß nicht. Mir hat mal jemand gesagt, das wird die Liebesgeschichte aller Pädophilen, aber ist mir auch egal. Und das glaube ich nicht, denn daran gibt es ja überhaupt keine Anklänge. Nein, eigentlich nicht, aber gerade deswegen eben. Ja. Wegen dieser Unschuld, die da so suggeriert wird. Aber darum geht es ja nicht. Es ist schon irgendwo die Einsamkeit, die sie eint. Also der Versuch, in der Gesellschaft, in dieser Gesellschaft, in der wir leben, etwas aus sich zu machen, trotz der Misere, in der sie sich befinden, und trotz des Alleinseins.
Also es ist manchmal nicht so sehr die gesellschaftliche Situation, es ist manchmal auch die Isoliertheit. Hm. Ich habe immer so vor Augen gehabt, von Fallada, jeder stirbt für sich allein. Hm. Und ja, also es sind schon unterschiedliche Figuren, aber was sie vielleicht eint, ist erstens der Kampf um die Existenz, aus irgendwelchen unguten Situationen rauszukommen und das Alleinsein, was, denke ich, in unserer Gesellschaft weit verbreitet ist, mhm. dass Menschen isoliert sich fühlen und auch sind und allein sind. Was diese Figuren noch eint, ist eine Sehnsucht nach Licht, nach Helligkeit. Das klingt schon im Titel an, die Nacht, die Lichter. Und fast in jeder Geschichte spielt das Licht eine besondere Rolle. Ja, ist das eine wichtige Metapher für Sie? Ja, das Licht und die Dunkelheit, na klar. Ohne Dunkelheit kein Licht. Und umgedreht. Mhm. Nee, ohne Licht keine Dunkelheit, egal. Aber klar, es sind Nachtgestalten und es ist schon eine, der Titel ist an sich schon auch schon so eine Art Metapher, sage ich mal, eine einfache Metapher für den Kampf, den sie führen, für die Hoffnung, die sie haben. Trotzdem es Nacht ist, haben sie eben Lichter. Das können kleine Lichter sein, das können kleine Hoffnungen sein, aber sie haben sie, auch wenn sie meistens oder oft in den Erzählungen am Ende scheitern. Also es sind eigentlich sehr düstere Erzählungen. Naja, der gute Mann, der sein Geld verwettet und dann tatsächlich gewinnt auf der Rennbahn, also, und das Geld zusammen hat ja, für den Dobermann. Verraten Sie nicht das Ende. Aber ja, ich sag nur, es ist nicht sehr gut. Aber er gewinnt. Ich lasse ihn gewinnen. Er gewinnt, das habe ich ja selber fast das Ende verraten. Gut. Aber ist ja nicht ganz das Ende. Und ich finde, die Rennbahn ist kein düsterer Ort. Also es ist schon, gut, es endet dann in der Nacht, aber das ist schon irgendwo. Die Rennbahn ist für mich auch ein Ort, wo unterschiedliche Menschen aufeinandertreffen. Leute, die kein Geld haben oder wenig Geld haben oder die wenig Geld haben und viel Geld nach Hause gehen. Meistens ist es umgedreht. Mhm. Die viel Geld haben und wenig Geld nach Hause gehen. Mhm. Und was haben Sie eigentlich gefragt? Das weiß ich jetzt auch nicht. Das wissen Sie auch nicht mehr. Sehen Sie? Nein, wir waren uns einig, dass wir das doch etwas düstere Ende dieser Geschichte nicht verraten werden. Ach so. Genau. Deswegen, der letzte Satz ist ja der Clou. Ja, der letzte Satz ist wirklich auch, der Clou. Auch der lässt auch noch eine gewisse Hoffnung offen. Man weiß nicht, ob er das Geld behält und nach Hause kommt damit. Ja. Zu 80% behält er es nicht. Ja. 20% finde ich ist schon ziemlich viel. Spielen Sie mal Lotto. Ja, um Gottes Willen. In Ihrem Roman Als wir träumten, der ist, glaube ich, vor 2 Jahren erschienen. Ne? Genau, vor 2 Jahren. Großer Erfolg, genau, vor 2 Jahren. Sie sagen, danke. Da geht es um Jugendliche, die sich durchschlagen, die Gangs bilden, die auch große Träume haben, da rauszukommen. Ja. Die Hoffnung haben auf ein besseres Leben. Jetzt gibt es auch Erwachsene in ihren Geschichten, wie Frank in Warten auf Südamerika oder eben der Dicke. Der heißt Frank? Ja. Tatsächlich, ich denke schon, ja. Ich wollte Sie jetzt nicht aus dem Konzept bringen, Entschuldigung. Oder eben dieser dicke Mathelehrer, der ist 54. Was unterscheidet denn jetzt unabhängig vom Alter diese Figuren von denen in Ihrem Roman? Also da hat sich das Personal ja jetzt doch stark erweitert, muss man sagen, oder? Naja, die Figuren von Als wir träumten, wir treffen sie ja auch dann als junge Erwachsene am Ende, oder es ist ja nicht chronologisch erzählt, während innerhalb des Buches, aber die waren schon gefangen in einem Viertel, in einer Vorstadt, wie das auch vorhin beim Kollegen Kumpfmüller, das klingt so blöd, aber beim Herrn Kumpfmüller anklang, die Vorstädte, die waren in so einer Vorstadt gefangen und haben einem im Prinzip auch den Kampf gekämpft, das zu verlassen, etwas daraus zu machen und nicht in diesen Strudel, in den sie geraten sind, umzukommen. Diesen Strudel aus Kriminalität und Drogen und Knast, da wollten sie rauskommen. Was die Figuren jetzt unterscheidet, es gibt natürlich auch Parallelen, ist klar. Aber klar, dann haben wir haben den Lehrer, wir haben den Maler, wir haben einen Weinvertreter, der mit Vorliebe Rieslingweine vertritt und aber auch gefangen ist in einem Albtraum von Schuld und Verbrechen. Und dieses Gefangensein in der Situation, in der sie sind, in der Existenz, die sie führen, und dieses dagegen Rebellieren,
aus der Dunkelheit zum Licht und die Hoffnung, die damit verbunden sind, das vereint, glaube ich, das Personal bei all ihrer Unterschiedlichkeit. Die Albträume haben Sie gerade erwähnt, die spielen auch in vielen Geschichten eine Rolle. Auch ich würde noch mal diese Malergeschichte aufgreifen. Der malt Herbert wird sich freuen. Der malt ja. Herbert wird sich freuen. Der malt seine Albträume. Würden Sie sagen, große Kunst entsteht vor allem aus der Verarbeitung von Albträumen? Nicht ausschließlich. Also das ist ja das Gute, dass die Kunst viele Facetten hat. Aber das, was also der Maler Johannes Vettermann in dieser Kurzgeschichte, das kurze und glückliche Leben des Johannes Vettermann, übrigens der Titel von Hemingway geklaut, aber egal, und macht das nicht das der ist, schlechteste, bei dem man klauen kann. Danke, ja. Und das sind schon die Albträume. Die dunklen Seiten. Und, und daraus beziehe ich auch eigentlich meine Stoffe. Denn ich sage immer, es muss eine Relevanz haben, dass es nicht so eine Beliebigkeit hat, dass man es liest und sagt, ach ja, oder dass man ein Bild sieht und ja, ganz nett, gut gemalt, aber was springt mich an? Wo ist das Existenzielle? Welche emotionalen Erschütterungen ruft das in mir vor? Also das erwarte ich von Kunst, die ich lese. Und das erwarte ich auch von der Kunst oder von der Literatur, die ich, man stapelt ja tief, versuche zu machen. Also ist das Glück zu langweilig, um drüber zu schreiben? Nein, eben. Das Glück ist ja ein Bestandteil der ganzen Geschichte. Ohne Glück kein Unglück, ohne Nacht keine Lichter. Und das Glück, nach dem sie streben. Und es gibt tatsächlich, ich habe heute im Zug noch mal nachgeguckt, es gibt 2 oder 3 Geschichten, wo die gut ausgehen. Die erreichen eine Art von Glück, eine Art von Erfüllung. Die Boxerin, übrigens angelehnt an Susi Kentikian, ich warte immer noch auf Reaktion, aber die steht am Ende vor ihrem WM-Kampf, hat sich hochgeboxt vom Flüchtlingsschiff. Migrationshintergrund, erstaunlich selbst. Ja. Und auch die andere Boxergeschichte, das sind 2. Auch er schafft es, vor einem braunen Mob, vor einem Nazi-Mob in einer ostdeutschen Kleinstadt, die ihn ans Leder will. Und sie wollen alle an sein Geld, was er da, die paar hundert Euro, die er verdient hat, da ran. Und er schafft es und er triumphiert. Und die heißt auch nicht umsonst, ich bin noch da. Ja. Und dieses Streben nach Glück nicht immer. Ja. Und meistens kriegen sie es nicht, aber sie kämpfen darum. Ja. Und das ist schon ein Bestandteil, dass das Streben des Menschen nach einer Art von Glück, wie das auch immer, und manchmal ist es auch schon eine Art von Glück, irgendwo an einem großen, ruhigen Tresen zu sitzen und ja, mal den Kopf auf der Hand zu stützen und zu sagen, das liegt jetzt alles, das und das liegt hinter mir und jetzt schauen wir mal nach vorne, wie es weitergeht. Das mit der Boxerin, die Geschichte haben Sie gerade erwähnt, das hat mich ein bisschen überrascht, denn in Ihrem Roman, Als wir träumten, da ist Boxen reine Männersache. Und jetzt war ich doch überrascht, dass Sie auch mal eine Frau boxen lassen. Ja, da bin ich kulant. Ja? Nein, also diese kleine Susi Kentikian, das verfolge ich schon länger. Und es ist ja auch nicht, dass ich sage, ich schreibe jetzt hier über Susi Kentikian. Ja. Mein Verlag wird mich jetzt geißeln. Wie kannst du das nur alles auspacken? Ja, Herbert Volkmann, Susi Kentikian. Die Klagen werden nicht enden, also die juristischen Klagen. Und nein, also Boxen, auch Frauenboxen. Also, und haben Sie nichts dagegen an sich? Hab ich nichts dagegen, solange sie nicht Regina Halmich heißt. Aber die Kentikian ist schon gut. Und mich hat auch, ist ja nicht das Boxen, es hat mich fasziniert, wie eine Frau, die mit ihrer Familie aus einem fernen Land kommt, hier auf einem Flüchtlingsschiff im Hamburger Hafen lebt und wie sie es schafft, in dieser Männerwelt sich zurechtzufinden, sich durchboxt im wahrsten Sinne des Wortes und am Ende jetzt von einem WM-Kampf in meiner Geschichte steht. Es ist ja nicht Susi Kentikian, es ist eine Figur, die angelehnt ist an sie in einigen Details, die am Ende da wirklich es schafft, dort rauszukommen aus dieser Welt. Das ist doch fantastisch. Ihr Buch ist auch ein bisschen eine Männerwelt. Sie ist eine der wenigen Frauenfiguren, die in dem Buch vorkommt, oder? Wie kommt ich das? Habe heute im Zug das alles noch mal mir überdacht und durchgeguckt. Wie viele Frauen, wo und was machen sie? Meine Lektoren haben zu mir gesagt, Clemens, beim nächsten Buch musst du dein Frauenbild überdenken. Ja, sie kommen, bestenfalls kommen sie mal in der Fantasie vor oder am Rande. Es gibt eine Geschichte, da verliebt sich ein Gabelstaplerfahrer in eine Kollegin. Und es geht gut aus. Es geht gut aus. Es ist,
wunderbar. Mir wird ganz warm ums Herz, wenn ich dran denke. Und es gibt natürlich auch, es kommen Prostituierte vor, es kommen, wie sagt man, das ist jetzt billige Flittchen vor, aber auch die versuche ich so zu zeichnen, eben, dass es Menschen sind. Und ja, es ist ein Buch. Es ist außer Kontrolle. Aber es ist, ich bin ja so auch ein Mann. Gütig. Wer kann denn von mir verlangen, dass ich mich hinsetze und 15 Geschichten über Frauen schreibe? Naja, das ja nicht, aber es könnte ja ein bisschen ausgewogener sein. Wir sind ja auch die Hälfte der Menschheit. Was? Jetzt gucke ich ins Inhaltsverzeichnis. Ich fange jetzt Ihnen an, die Frauenfiguren hier zu erzählen. Nein, es ist klar, es sind Männer. Und die Frauen sind ja auch ein Teil des Glücks, was sie suchen. Mhm. Ein Teil der Sehnsucht, die sie haben. Manchmal klappt es, meistens nicht. Und wie im wirklichen Leben ja auch. Und der eine aus der einen Geschichte, Wir reisen, der mit einem schwulen Knacki zusammen, also ehemalige Gefängnisinsassen, sagen wir das politisch korrekt jetzt, reist mit ihm rum und es wird politisch unkorrekt, sie klatschen auf dem schwulen Strich Homosexuelle auf und klauen ihnen das Geld. Und auch er sehnt sich ganz stark nach einer Frau, nach einer Bindung, nach Liebe. Diese Figuren sehnen sich fast alle nach Liebe, nach Bindung, nach Geborgenheit, nach Ruhe, nach Frieden. Und dieser Kampf ist es, den ich da auch beschreibe. Und dass die Frauen dann natürlich teilweise zwar präsent sind in den Menschen oder in ihrer Hoffnung, aber nicht im Buch, das ist eben dann in der Natur der Sache. Gut, Sie haben mich überzeugt, zumindest indirekt spielen die Frauen eine sehr wichtige Rolle. Vielen herzlichen Dank, Clemens Meyer. Die Nacht, die Lichter heißt das Buch von Clemens Meyer und es ist bei S. Fischer erschienen. Liebe Zuschauer zu Hause und hier im Theaterhaus, das war Literatur im Foyer. Thea Dorn sehen Sie in 2 Wochen aus Leipzig wieder. Ihre Gäste sind dann zum Thema vom Glanz und Elend der Bücherwelt die Verleger Klaus Eck, Wolfgang Ferchel, Michael Krüger und Antje Kunstmann. Vielen Dank fürs Wachbleiben. Tschüss.